Willkommen aus Madeira, Cory der Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich wieder für euch Rewards am Start. Ja, ihr wisst ja, League Or steht an und dementsprechend ja, haben wir heute Elite 3 Rewards, glaube ich, und ja, mal schauen, was wir daraus ziehen können. Wenn ihr wollt, dass ich öfter Rewards hochlade, beziehungsweise wir haben ja jetzt bald nur noch Best of Tots, ich glaube, das laden wir noch hoch. Ich weiß nicht, ob wir danach noch Rewards Videos hochladen werden, aber ja, lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr darauf noch Bock habt, aber ich weiß halt nicht, wenn wir irgendwelche Inform-Packs dann haben, weiß nicht, ob das dann so lohnenswert noch ist. Ich werde das mal beobachten, aber ja, lasst so oder so auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde sagen, natürlich wie immer, schreibt sehr gerne in die Kommentare, was EA bei euch gegönnt hat, würde mich natürlich wie immer interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir rein in FIFA. Da, wie gesagt, Weekend League, ich spiele aktuell mit einem Untradable Team. Jetzt in der Woche beim Best Of werde ich ein bisschen was ändern. Ich werde das ja auch auf YouTube hier livestreamen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also wir bauen auf jeden Fall noch das Team zusammen. Ich habe jetzt noch nichts gebaut, aber wir holen uns erstmal die Packs ab. Rivals Packs, let's go. Ich muss sagen, ich habe schon relativ viele gesehen, die oder beziehungsweise die gute Packs hatten. Dementsprechend mal schauen, was wir hier heute ziehen können. Ihr seht oben links, haben wir 10 Millionen. Dementsprechend wäre auf jeden Fall cool, wenn wir heute ein bisschen was ziehen würden, dass wir vielleicht auf die 11 Millionen kommen würden. Das wäre schon ein Traum, aber naja, wir müssen jetzt mal chillen. Und wir auch direkt die Weekend League Rewards, würde ich sagen, natürlich ab. Das sieht dann irgendwie ästhetischer aus, wenn wir direkt das dann haben. Wie gesagt, Elite 3, ja, ist okay. So, also jetzt natürlich nicht das, was ich mir immer wünsche, aber tendenziell mit dem Manchmal Team, wie gesagt, ist das in Ordnung. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir natürlich zuerst mit den Player Picks. Müssen wir auch, weil sonst kriegen wir auch die Packs noch nicht offen. Ja, ich würde sagen, 1, 2 oder 3. Machen wir mal die Nummer 3 wie immer. Starten wir mit dem No-Spec. 3, 2, 1. Let's go. Komm, gönn. Ja, das ist nicht so. Also, Paketa ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber ja, geht auf jeden Fall besser. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, wie die Preise sind bei Footprint. Paketa kostet aktuell, wir haben auch also kein Spielerbild, Paketa kostet aktuell 120.000. Ja, ist okay, ist wirklich okay, kann man machen. Nehmen wir den mit, Lukas Paketa. Also, wie groß ist der? Okay, 1,81. So, gehen wir weiter mit der Nummer 2. Oder was nehmen wir? Ich glaube, ich nehme die Nummer 2. Komm. Bitte, was Cooles. Nehmen wir. Oh, okay. Das ist schon mal nice. Ich habe gerade nachgeschaut. Das sind 360.000. Das schmeckt sehr, sehr gut, Bro. Das schmeckt sehr. Marquinhos noch am Start, aber die Maria ist ein bisschen mehr wert. 85er die Maria, gut. Weakfoot wissen wir alle, aber trotzdem sehr, sehr geile Stats. Und jetzt schon mal easy 370.000. Schmeckt wirklich sehr gut, die Maria. 95er-Rating nimmt man auf jeden Fall mit. Ist voll in Ordnung. Werde ich zwar nicht spielen so, aber einfach für 95-Rating und halt, weiß nicht, die Maria ist auf jeden Fall cool. Gehen wir weiter zum letzten Pick. Jetzt vielleicht nochmal so, ja, so Benjena oder so. Okay, chill. 3, 2, 1. Nose Pack öffnet sich und wird, nein, oh nee, Bro, nein. Das ist genau das, der Albtraum. Wieder die Maria, Blake, Rui Diaz, ja. Nehmen wir Rossi. 4-4, oh, hat sogar relativ gute Stats, voll okay sogar. Kann man sogar mal einwechseln. Ja, Rossi, die Maria, Lukas Paqueta, um die 500.000, ein bisschen mehr als 500.000, ist, denke ich, in Ordnung. Bei roten Playpicks hätte auch viel schlimmer kommen können, so Fonte, Henrique oder Yilmaz oder so, die deutlich weniger sind, wert sind, ist auf jeden Fall in Ordnung. Würde ich sagen, gehen wir uncut hier direkt weiter zu den Packs. Ja, öffnen wir die hier zuerst und dann gehen wir zum 100k-Pack. Und dann zum, ja, zum Inform-Pack. Wie gesagt, schreibt sehr gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Natürlich, wie immer, interessiere ich mich dafür. Ich lese auch jeden Kommentar. Was haben wir hier? Brozovic wahrscheinlich, oder? Ja, Brozovic 84 ist okay. Ja, mich würde mal auf jeden Fall, wie immer, interessieren, was ihr gezogen habt. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei von euch, der, ja, EA Hops genommen hat. mal schauen. Aber ich glaube, also bisher ist das Pack-Opening bei uns in Ordnung, aber jetzt auch nicht, wo ich sage, oh krass oder geisteskrank, also da muss dann schon was kommen. Zum Beispiel halt so, ja, so ein Mbappé mit 3 Inform-Set. Nein, also wenn jeder Bro 1,5 tradable, würde ich dann auch schon nehmen, das wäre gar kein Problem. Aber die Packs bisher gönnen nicht so viel Rames. Haben wir jetzt Duplikat, jetzt haben wir noch 2 Rare Mega-Packs. Aber wie gesagt, ich glaube,
irgendwie ist die Hoffnung wieder nicht so krass am Start, dass es wieder gar nichts, dass es Copa Libertadores, Piscini, Bro, was passiert hier? Das sind schwierige Packs. Ah, Felice. Ah, geht. Nee, alles ist noch nicht so der Yellow von Deck, ehrlicherweise. Aber ich habe gehört, wenn die Packs davor schlecht sind, dann werden die anderen Packs besser. Richtiger Verschwörungstheoretiker. Aber letztes Pack nochmal von den Red Map Mega Player Packs. Oh, Wargott, hab ich doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Spaten. Ja, okay, was soll ich? Ja. Tots, aber wer? Poeselo, wie heißt der? Oha, okay. Der hatte denn nicht in FIFA 20 auch einen Tots und da war der voll gut sogar? Das ist okay. Das ist okay für SBCs und so. 50.000 schmeckt. Schmeckt 91er Tots, schmeckt wirklich sehr gut. Kann man gut gebrauchen, wie ihr wisst. Ja, kann man nice gebrauchen. Also kann man mitnehmen. Okay, jetzt haben wir noch zwei Packs: 100k Set und ein Premium League Tots Pack. Ah, okay. Bisher ist so neutral, würde ich sagen, das Pack Opening. 3, 2, 1. Komm, Abfahrt. Gönn. Walkout. So und nicht anders. So und nicht anders. Argentinien. Quakes. Wieder ein Tots. Keine Ahnung, wer das ist. Espinosa, okay. Okay. 97 Pace, nicht schlecht. Da kann jetzt alles hinter sein, ne? Da kann jetzt tatsächlich alles hinter sein. Okay. 3, 2, 1. Komm, das haben wir hinter 100k. Okay. Ja, Mann. Ja, gut, wieder 40.000 Netto und so ist okay, aber. Naja. Ist okay, würde ich sagen. Ist okay, aber. Na, weiß ich nicht. Asensio, sind die 82er ein bisschen was wert? Ja, es geht so. Na, ich krieg jetzt dann einfach egal. Egal. Das macht den Ball jetzt auch nicht mehr fett. So, jetzt haben wir Premium League on Tots Pack. Und da bin ich mal gespannt. Wie gesagt. Marquinhos wäre nice mit 300.000, Di Maria wäre nice mit 300.000, über das würde ich mich schon freuen. Wir brauchen eine Frankreich-Flagge, aber es könnte auch Andrea sein, aber ja, gut. Es könnte auch zum Beispiel Laborde sein oder Bamba wäre auch cool, 600.000. Naja, auf jeden Fall geht das Pack auf. Pack geht auf, let's go, let's get it. Ich sehe Frankreich und Stürmer. Holland? Oh, Depay, das ist sehr stark, Bro. Das ist sehr stark. 57.000, let's go, Digga, let's go. 57.000, tradable, schmeckt. Oh, Bro, das hat gerade das gesamte Video gerettet, ne? Ich sag euch, so ist das. Jetzt ist es ein richtig, richtig, richtig nice Pack Opening. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Und ja, Depay. Aktuell auf der PlayStation 57.000 wert, ich zeig's euch gleich nochmal. Und dahinter kann jetzt auf jeden Fall noch was Schmackhaftes sein. Die Maria kann dahinter sein, ein Bamba kann dahinter sein, ein Navas, der auch 150.000 wert ist, könnte auch dahinter sein. Aber es ist Navas! Navas auch nochmal, Bro, eine Mille. Bro, schmeckt Klaus auch nochmal. Ja, wir haben exakt eine Million, ich zeig's euch. Depay, so 750.000. Dann haben wir Navas, 140.000 und Klaus nochmal fast an die 100.000. Also, wenn man das Pi mal Daumen rechnet, haben wir 1 Million raus und das ist mega nice. Mega nice für Elite 3 Rewards und ja, ich bin damit natürlich mega zufrieden, weil da haben wir dieses Ziel erreicht mit diesen 11 Millionen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega happy und ja, ich glaube, das sollte auf jeden Fall von diesem Video gewesen sein. Mega, mega nice. Depay hat es nochmal rausgerissen und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann könnt ihr es sehr, sehr gerne kostenlos machen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Anschauen. Euer Gorilla Finisher. Ciao.